Heute befinde ich mich in Heiler-Meerholz. Hier befinden sich zwei der letzten Bahnübergänge an der Kinzigtalbahn. Es gibt noch einen dritten, aber dazu mache ich dann noch ein anderes Video. Die Strecke wird bald auf 4 Gleise ausgebaut und deshalb werden diese Bahnübergänge bald verschwinden. Gerade bin ich aus dem Auto ausgestiegen und schon. Eine NOHAB. Diese Lokomotiven wurden ursprünglich von einer Tochtergesellschaft von General Motors entwickelt und wurden seit den 50er Jahren in Lizenz in Schweden gefertigt. Vor allem die dänische Staatsbahn beschaffte viele dieser Lokomotiven, so auch diese. Mit über 50 Jahren ist diese Lok also quasi ein Oldtimer. Gezogen hat sie einen Gleis- und Weichenbaukran, der bis zu 100 Tonnen heben kann. Das war der Regionalexpress nach Fulda, der hier einfach durchfährt. Thank you.
Hier nähert sich jetzt die Regionalbahn in Richtung Frankfurt, die hier einen kurzen Halt einlegt. Aus Frankfurt kommt die Regionalbahn nach Wächtersbach, die hier vom Mittelgleis abzweigt und dieses dann freigibt für die Regionalbahn nach Frankfurt. Dieser ICE musste wahrscheinlich abbremsen, weil die Regionalbahn von vorhin wahrscheinlich das Gleis noch blockiert.
Jetzt bin ich zum anderen Bahnübergang gewechselt, der weiter östlich liegt. Der Regionalexpress nach Frankfurt. Und hier kommt die Regionalbahn zurück, die in Wächtersbach gewendet hat und jetzt wieder nach Frankfurt fährt. Und natürlich wird jetzt gleich wieder die andere Regionalbahn Richtung Wächtersbach kommen. Und hier ist sie auch schon. Und wieder ein Containerzug, diesmal Richtung Fulda.
das alles auf der Straße transportiert werden müsste, dann gute Nacht. Hier kommt der Regionalexpress aus Fulda zurück, den wir am Anfang schon mal gesehen haben. Und damit verabschiede ich mich hier aus Heiler Meerholz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.